Hallo liebe Hockeyfans, hier bei hockeyvideos.de, der vierte Spieltag und wir sind stolz, Ihnen das Topspiel an diesem Wochenende präsentieren zu können. Der Tabellenführer Mannheim gastiert beim Tabellenzweiten bei Uhlenhorst Mülheim. Wir sehen Thorsten Althoff im Gespräch mit Abwehrspieler Thomas Prochaska und Mannheim am Vortag. Mit dem dritten Saisonsieg im dritten Spiel 3:1 beim Düsseldorfer HC. Ein glanzloser Sieg, aber ein souveräner Sieg. Und dass es in Düsseldorf nicht so leicht zu gewinnen ist, das haben viele Top-Mannschaften in der Vorsaison schmerzlich erfahren müssen. Auf der anderen Seite Mülheim. Sie können es bei uns auch nochmal sich in Ruhe anschauen. 6:2 am Vortag gegen Aufsteiger Nürnberg. Ein souveräner Auftritt nach Anlaufschwierigkeiten in der ersten Halbzeit. Da war Mülheim nicht auf der Höhe. Und eins steht auch fest. Der Sieger dieser Partie hier zwischen Mannheim und Mülheim, der wird nach diesem Spieltag Tabellenführer sein. So viel steht fest. Also ein Spiel mit ganz viel Brisanz schon früh in der Saison. Mannheim in der Vorsaison ja mit dem Ziel gestartet, Deutscher Meister zu werden. Und an dieser Zielsetzung zerbrach das Team so ein wenig. Und vor dieser Saison sagte man jetzt ganz deutlich, klar, wir wollen oben mitspielen, aber das Wort Meisterschaft, das nimmt in Mannheim so schnell keiner mehr in den Mund. Es soll nicht wieder am Ende so laufen wie in der Vorsaison, als die Mannschaft sogar das Halbfinale verpasste, und das ist für ein Team mit diesem Kader eigentlich viel zu wenig. Rein in die Partie, Mülheim mit der ersten Chance über U21-Nationalspieler Christopher Rühr. Rührig habe ich ihn bei einem seiner ersten Spiele hier auf hockeyvideos.de genannt. Mittlerweile, so habe ich mir sagen lassen, sogar ein Spitzname von ihm. Also schön, wenn unser Medium solche netten Auswirkungen hat, freut uns sehr. Mülheim in der Anfangsphase mit einem leichten Übergewicht über Bene Fürk. Der macht das klasse, setzt sich dagegen gleich mehrere Spieler durch und holt die kurze Ecke. Im Mannheimer Tor Andreas Speck. Großgewachsener Torhüter, hier gegen Strajkowski. Aber Thilo Strajkowski trifft diesen Ball hier irgendwie nicht richtig bei diesem Schlenzversuch. Deswegen kein Problem für Speck. Auf der anderen Seite hält und dann vors Tor. Und hier sehen wir Jo Schmitz. Handverletzung, linker Hand bandagiert. Am Vortag gegen Nürnberg zog er sich diese Verletzung zu. Dann Ole Koskin mit den gewohnt großen, raumgreifenden Schritten. Legt ab auf Strajkowski. Der klasse im Dribbling gegen zwei. Und dann gibt es eine grüne Karte für Christian Trump. Soll dort den Ball weggeschlagen haben. Ich finde diese Entscheidung leicht überzogen aus der Bewegung heraus. Hat aber keine Auswirkung, diese kurze Unterzahlphase. Ganz im Gegenteil, Mannheim spielte weiter munter mit. Kam gut nach vorne über Philipp Huber da. Und wieder kurze Ecke, diesmal auf der anderen Seite für Mannheim. Trump legt ab und dann Frederik Hillmann. Aber zu weit nach außen. Rühr. Nächste grüne Karte. Absichtlicher Fuß. Und diese Entscheidung absolut nachvollziehbar. Rühr sieht das auch ein, sprintet raus. Denn die Zeit, die Strafzeit läuft ja erst, wenn der Spieler das Feld verlassen hat. Dann die beste Gelegenheit für Mannheim. Und die Proteste groß. Vor allem bei Guido Barreros, dem Argentinier in Reihen der Mannheimer, möchte hier einen 7 Meter haben und ich kann das durchaus nachvollziehen. Schiri Leiber gab Ecke
und die brachte nichts ein. Felix Reus hier zu sehen, der Torhüter, der Mühlheimer musste da nicht eingreifen, weil der Ball vom Mannheimer Eckenteam nicht gestoppt werden konnte. Wieder Mannheim über Withaus, macht das gut, legt nach links ab, aber dann zu wenig draus gemacht von Maximilian Schulz-Linkold. Mitte der ersten Hälfte, nächste Möglichkeit. Meinert bringt den Ball rein, dann wieder Barreros und aus Spitzenwinkel an den Außenpfosten. Die beste Mannheimer Gelegenheit und dann die Führung. Nicht für Mülheim. Unfassbar. Strajkowski bringt den Ball rein. Und dann ist Julius Meyer da und bringt das Kunststück, vollbringt das Kunststück, aus wenigen Metern nur den Pfosten zu treffen. Das ganze Tor offen. Allerdings auch Speck noch dazwischen. Und dann danach die 7-Meter-Entscheidung, weil gleich zwei Meinheimer das Tor regelwidrig verhindern. Und so hieß es, Jan-Philipp Rabente, der hatte am Vortag schon per 7 Meter getroffen, diesmal gegen Andreas Speck. 23. Minute und das 1:0. Speck ist noch dran bei diesem Schuss ins linke obere Eck. Aber Speck kann den Ball nicht entscheidend um den Pfosten lenken. So geht der Ball gerade noch so unter die Latte. Und die Führung für Mülheim. Etwas schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt. Das Spiel war doch sehr ausgeglichen. Clemens Oldhafer und die nächste Ecke für die Gäste aus Mannheim. Und wir erinnern uns da an das erste Auftaktwochenende in der Bundesliga zurück. Michael McCann, der Trainer der Mannheimer, gibt die Ansage und Danny Nguyen soll schießen. Der hatte nämlich am Vorwochenende 3 Ecken getroffen. Diese allerdings harmlos. Reus mit dem Schläger, kein Problem. Kurz vor der Pause, Matanja bringt den Ball einfach mal rein. Und dann gibt es die Ecke. Da hat ein Mannheimer Verteidiger nicht aufgepasst. Wir schauen hier in der Verlangsamung nochmal drauf. Der Ball deutlich innerhalb. Einfach clever gemacht von Tobi Matanja. Und er sollte auch bei dieser Ecke eine Rolle spielen. 2 Stopperpärchen. Matanja schießt selber und Speck. Das war eine super Parade vom MAC-Schlussmann. Mit dem Schläger, der da nach oben schnellt und den Ball gerade so noch um den Pfosten rumbiegt. Mannheim weiter mit vielen guten Offensivaktionen. Hier Withaus und dann Keusken. Das war nachlässig. Weiß er auch selber, ärgert sich da. Zu Recht. Die Szene eigentlich schon geklärt, nachdem Reus hier gegen Withaus klärte. Und dann will Keusken einfach nur den Fuß treffen, aber das macht er zu hoch. Gefährlich. Nächste Ecke. Patrick Harris. Der US-Nationalspieler. Keine Gefahr für das Tor von Felix Reus. Wieder Ecke, Mannheim. Und so gefährlich sie bei diesen Standardsituationen in der Vorwoche waren, so ungefährlich waren sie in dieser Partie. Hier ist es Christian Trump, der die Ecke rausholt. Und dann Barreros und Reus. Diesmal der Torhüter, der Gastgeber, der klasse pariert. Und so blieb es beim 1:0 zur Pause. Und das war ein Ergebnis, das nicht ungefähr, das nicht ganz genau den Spielverlauf widerspiegelte. Denn das blieb festzuhalten. Mannheim mit deutlich mehr Ecken, mit vielen guten Torchancen, aber eben ohne Tor. Keusken zum Aufdeck der zweiten Halbzeit mit diesem Traumpass. Dann Rühr versucht den Ball vors Tor zu bringen und Speck hat den Braten gerochen. Kann klären. Withaus. Plötzlich völlig frei vor Reus, der taucht ab.
die nächste Großchance für die Gäste. Witthaus, solche Chancen lässt er sich selten entgehen, aber an diesem Tag das Glück nicht unbedingt auf der Seite des Olympiasiegers. Dann dieser katastrophale Fehlpass von Held. Matanja mit dem Versuch, in die Spitze zu spielen. Der Ball super getan für Fürk und Held. Erst der Fehlpass, dann diese Aktion über Schulterhöhe, absichtlich im eigenen Viertel eine Torchance verhindert. Ecke, die logische Konsequenz, hätte auch noch durchaus gelb geben können, meiner Meinung nach. Strzałkowski mit der Möglichkeit, aber zu schwach geschossen, auch diese Ecke vom Mühlheimer Torjäger. Achtung, Wespenalarm und Alarm auch vom Tor der Mühlheimer. Nochmal die Wespe, nochmal die Mühlheimer, kein Tor. Jan Nitschke rettet dort kurz vor der Linie. Und auch unserem Kameramann ist nichts passiert. Die Wespe wollte nur mal kurz vorbeischauen. Wir schauen wieder aufs Spiel und auf Bene Fürk, der die nächste Ecke holt. Ecke Nummer 3 für Mühlheim. Und die Chance für Thilo Strzałkowski. Trifft aber nur Christopher Held am Knie. Zu hoch geschossen. Gefährliches Spiel. Deswegen Abschlag Mannheim richtig entschieden. Mühlheim jetzt aber mit etwas mehr Chancen. Rühr versucht den Ball dort an den Langpfosten zu bringen. Fleckhaus verpasst nur knapp. So langsam taten die Gastgeber mehr. Untermauerten hier ihre 1:0 Führung. Strzałkowski gegen 3. Irgendwie setzt er sich durch. Und hat letztlich Glück, dass abgepfiffen worden ist und schon auf Ecke entschieden wurde. Denn sein argentinischer Rückhand, wir sehen es, wäre vorbeigegangen. Strzałkowski mit dieser 270-Grad-Drehung. Und Matanja unglücklich, dass er dort den Ball nicht treffen kann. Sonst wäre es wohl das 2-0 gewesen. Rabente profitiert dort von dieser super Vorarbeit. Der schönste Angriff des Spiels. Abgeschlossen von Jan Fleckhaus. 2:0. Die Vorentscheidung 8 Minuten vor dem Ende. Strzałkowski mit einer zündenden Idee. Dem Schlenzball quer und diagonal über das Mittelfeld hinweg. Rabente dann mit dem Pass in die Spitze. Nitschke bedient Fleckhaus und der artistisch mit der argentinischen Rückhand. Bald die Faust. Wusste natürlich, jetzt konnte nicht mehr viel passieren. Michael McCann nahm die Auszeit auf MAC-Seite. Gute Laune natürlich bei den Mühlheimer Fans. Die wussten, jetzt muss schon mächtig was schiefgehen, wenn das hier nicht die Tabellenführung die nächsten 3 Punkte bedeuten sollte. Hinten hatten sie ja auch noch Reus. Meinert als 11. Feldspieler mit dem Leibchen gekennzeichnet, bringt den Ball rein und dann die Chance für Pelke, aber Reus ist dann zur Stelle und jetzt kam es natürlich dann auch knüppeldick für den MAC. Hinausstellung gegen Clemens Ulthafer, taktisches Foul gegen Yannick Otto und somit 10 gegen 10 Feldspieler und Mannheim ohne Torhüter. Und dann hier der Versuch von Strzałkowski, das leere Tor zu treffen. Hillmann, regelwidrig dazwischen. Und wieder 7 Meter für die Gastgeber, für Ulnos Mühlheim, für das Team von Trainer André Henning in der Schlussminute. Die Partie war durch. Speck kehrte noch einmal ins Tor zurück. Und nachdem Rabente den ersten geschossen hatte und Speck dran war, durfte jetzt Strzałkowski ran. Verzögert ein wenig und dann flach links unten. 3:0, der Endstand. Mühlheim an der Tabellenspitze. Und am Ende war es dann auch ein verdienter Sieg. Mannheim durfte sich ärgern, denn die Mannschaft, die hat einfach viel zu viele Torchancen liegen gelassen. Vor allem bei den Strafecken in der ersten Halbzeit. Hier nochmal Strzałkowski umgemäht von Speck.
der aber den Ball spielt, alles im grünen Bereich. Strzałkowski kurz verletzt, kehrte nicht mehr aufs Feld zurück, aber es waren auch nur noch wenige Sekunden zu spielen. Dann war es aus. Mülheim, Tabellenführer, und Mannheim startet also mit 9 Punkten aus den ersten 4 Spielen auch mehr als ordentlich in die Saison. Beide Mannschaften sicherlich Kandidaten für die Endrunde. Allerdings, wie wenig die Tabelle noch den Mannschaften bedeutet, das sagte André Henning. Dem geht es nur um die Entwicklung seiner Mannschaft und alles Weitere. Hören Sie jetzt in den Interviews mit André Henning, mit Christopher Held und Thorsten Althoff. Bis bald bei hockeyvideos.de. Ja, heutiger 3:0-Sieg gegen den Mannheimer AC. Ich bin insgesamt sehr zufrieden, weil wir uns insbesondere in der zweiten Halbzeit unheimlich gesteigert haben, einen exzellenten Spielaufbau heute hatten und wirklich damit uns in dem Druck der Mannheimer, die defensiv echt gut und griffig gestanden und gespielt haben, haben wir uns dem Druck immer wieder gut entzogen und immer wieder tolle Seitenwechsel eingeleitet, viele schöne Angriffe gehabt und von daher auf dem taktischen Sektor top. Kritikpunkt ist erste Halbzeit und beziehungsweise das zweite Viertel, würde ich mal sagen, wo wir in der Phase einfach eine ganze Menge an kurzen Ecken gegenbekommen, wo wir nicht wirklich so griffig verteidigen, wie man das braucht gegen so eine gute Mannschaft. Haben wir uns Gott sei Dank gefangen, dann auch mit einer guten Eckenverteidigung und einem sehr guten Felix Reus im Tor, der heute wirklich top gehalten hat und extrem viel aufgefangen hat. Das war sicherlich schon das zweite Spiel von den Vieren in dieser Saison, wo er uns vor Schlimmerem bewahrt und eine herausragende Leistung bringt. Und ja, ansonsten holen wir hier 6 Punkte aus dem Wochenende gegen 2 wirklich gute Mannschaften. Von daher können wir nur sehr zufrieden sein und haben jetzt eine ganz gute Ausgangsposition. Also in der ersten Halbzeit, fand ich, haben wir ganz gut angefangen. Waren auch vielleicht ein bisschen überlegen, schießen dann kein Tor, die Ecken sind halt alle nicht drin, kriegen 7 Meter, gerade im Rückstand, das war ein bisschen bitter. Ja, in der zweiten Halbzeit waren wir dann ein bisschen nachlässiger, haben dann offensiv nicht mehr ganz so viel Druck entwickeln können, wieder keine Ecken reingemacht und kriegen dann halt am Schluss Ende des 2-0 und ja, dann haben wir nochmal alles nach vorne geworfen, Torwart rausgenommen und ja, dann kriegen wir noch das 3-0 durch den 7 Meter wieder und ja, dann war es halt vorbei. Also ich denke, wir haben ordentlich begonnen, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, waren gut dran, haben es leider verpasst, aus den Chancen Tore zu machen. Und uns hat uns der erste 7 Meter, ja, der ist zum blöden Zeitpunkt gefallen. Kompliment an die Mannschaft, wir haben nicht aufgesteckt. Und letztendlich am Ende mit dem Aufmachen haben wir dann noch 2 Tore bekommen, die so nicht hätten fallen brauchen.